So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle und heute ein sehr spannendes, aber vor allem sehr, sehr wichtiges und zum Teil auch sehr persönliches Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar ein etwas psychologischeres Thema, das sehr, sehr wichtig ist heutzutage. So in der Social Media, YouTube-Generation und so weiter. Wichtiger denn je, meiner Meinung nach. Und zwar geht es sozusagen um den Gruppenzwang, um die Konformität, sozusagen die Fähigkeit, gegen den Strom zu schwimmen. Werde ich euch aber auch gleich erzählen, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, gegen den Strom zu schwimmen. Und zwar habe ich gerade ein bisschen recherchiert und habe geschaut, also Pascal Suh, einer unserer Athleten, hat das gleiche Thema sozusagen vor kurzer Zeit aufgefasst. Wusste ich nicht, fand ich ganz toll, könnte alles unterschreiben, was er sagt, unbedingt angucken das Video. Deswegen versuche ich mich da so beim wissenschaftlichen Teil etwas kürzer zu fassen, weil es mir um eine etwas andere Ausrichtung geht, werdet ihr gleich merken. Und ich möchte euch etwas aus meinem Leben sozusagen dazu ein paar Tipps auf den Weg geben. Konformität, Gruppenzwang und so weiter, sehr viel erforscht in der Sozialpsychologie. Es geht einfach darum, dass man in vielen Studien gezeigt hat, dass eine Gruppe sehr starken Einfluss auf ein Individuum hat, auf die Einstellung und auf die Handlung eines Individuums. Wie gesagt, das könnt ihr euch denken, aber es gibt sehr, sehr viele schöne Studien von Solomon Asch zum Beispiel, dass obwohl ein Proband weiß oder sich sicher ist, dass zum Beispiel eine Linie so lang ist wie eine andere, wenn viele andere sagen, nein, es ist anders, dann lässt er sich von deren Urteil sozusagen leiten und sagt etwas anderes, nur um sozusagen, nicht aufzufallen. Es gibt viele Gründe. Es gibt ganz, ganz viele Begründungen auch. Es ist auch nicht nur negativ. Es zeigt sich auch, es gibt viele Studien, die auch zeigen, dass zum Beispiel bildungsschwache Kinder in bildungsstarken Gruppen auch bessere Ergebnisse leisten können, was ganz, ganz wichtig ist. Aber insgesamt möchte ich vor Konformität, vor Gruppenzwang, vor der Beeinflussung einer Gruppe sehr, sehr stark warnen und insbesondere eben in der heutigen Social-Media-Welt, in der Social-Media-Zeit. Hört auf euch und auf das, was ihr für richtig haltet. Schaut individuell nach Möglichkeiten, nach eurem Handeln und lasst euch wirklich nicht von Gruppenzwang leiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der erste Punkt, den ich euch nennen will. Warum ist das Thema jetzt wichtiger denn je, meiner Meinung nach, in der heutigen Zeit? Schon immer gab es sozusagen Gruppeneinflüsse. Nehmen wir einfach mal irgendwelche Hooligans im Stadion, die alle grölen, die dann alle in einer Gruppe auf jemanden losgehen. Mobbing gibt es auch schon sehr, sehr lange, dass man sich sozusagen von einer Gruppe beeinflusst fühlt, um etwas zu tun. Dass man sozusagen Peer Groups hat, wo man dann raucht, weil die Gruppe auch raucht sozusagen. Das gab es schon lange. Aber es kommt, wie gesagt, in der heutigen Social-Media-Zeit durch die Anonymität im Netz, durch diese anonymen Accounts und so weiter. Man ist sozusagen anonym in einer Gruppe. Und das gab es auch früher schon. Ku Klux Klan zum Beispiel. Zack, drüber und schon ließ man sich noch viel, viel, viel stärker durch die Gruppe leiten, was ganz gefährlich ist, ganz, ganz gefährlich. Ihr seht heutzutage auch eben diese riesen Shitstorms, diese riesen Haterwellen, die durch Gruppen erzeugt werden, in denen eben die Menschen anonym sind, lassen sich treiben von großen Mengen, sind wie Schäfchen, die einfach hinterherlaufen. Und ihr kennt wahrscheinlich auch Beispiele, deswegen sage ich auch, deswegen ist mir das auch so wichtig, von Leuten, die wirklich so stark gemobbt werden von einer riesigen Gruppe, dass sie dann darunter untergehen. Und wie gesagt, deswegen hat es eine unglaubliche Wichtigkeit heutzutage. Was hat das Ganze mit unserem Sport zu tun? Ich möchte jetzt mal so ein bisschen auf mein Leben hinaus. Viele denken vielleicht von euch, dass ich, ja, ich bin ja der Düsseldorfer Junge, der aus einer super Familie kommt und immer alles rosig war und der Schwiegersohn, der Bilderbuchschwiegersohn, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, vielleicht wissen einige von euch oder die mich kennen, wissen es wahrscheinlich. Ich bin aus Polen nach Deutschland gekommen. Meine Eltern hatten keine Zeit für mich. Ich war ein typisches Schlüsselkind. Ich war, das hört sich jetzt so rapmäßig an oder so, aber ich bin auf der Straße groß geworden. Der Pascal Suh hat, glaube ich, ähnliche Erfahrungen, ich weiß es nicht, hat er so ein bisschen erzählt. Ich bin auf der Straße groß geworden mit Kindern, die ja zum Teil wirklich aus ganz, ganz sozial schwachen Verhältnissen kamen. Ich bin sehr früh, natürlich auch durch die Gruppe, mit Rauchen in Verbindung oder bin in Verbindung damit gekommen, mit Alkohol, mit Drogen, mit Kriminalität und. Ich bin damit in Verbindung gekommen durch die Gruppe. Und natürlich hat das einen unglaublichen
wirklichen Druck auf mich ausgeübt, aber ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht und habe mich sehr schnell davon losgelöst. Ich wollte mein eigenes Ding durchziehen. Ich wollte immer, das hat sich bei mir so stark eingeprägt und das würde ich euch raten, versucht auf euch zu hören, individuell zu sein. Das wird euer Selbstbewusstsein unglaublich stärken. Macht das, wonach euch ist. Bei mir wurde das irgendwann so stark, dass ich einfach wirklich so meinen Kopf durchgesetzt habe, dass ich eben mit Tanktop in der Uni saß, dass ich mit meiner Käppi überall hinlief, dass ich mit Jogginghose über die Kö lief. Ich habe mich eben nicht mehr an Gruppen angepasst. Ich wollte wirklich das durchziehen, was ich wollte. Auch wenn Muskeln verpönt waren, ich habe es durchgezogen. Auch wenn bei der Bundeswehr zum Beispiel nach dem Dienstschluss alle zack irgendwie in die Kneipe und haben sich Bierchen getrunken. Nein, ich bin ins Fitnessstudio gegangen. Wie gesagt, die Leute haben geraucht, ich bin ins Fitnessstudio gegangen. Die Leute haben Alkohol getrunken bei Partys, ich bin dann gar nicht mehr hingegangen. Was ich euch sagen will, ist, ich hatte damit unglaublich viel Erfolg. Weil wenn ich mir nämlich die Leute anschaue von früher, ich weiß nicht, ob die so erfolgreich sind. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben, genau wie der Pascal Su. Und wir wissen, wovon wir reden. Wir haben es... Ja, wir sind erfolgreich für uns. Wir sind für uns selbst erfolgreich. Und deswegen möchte ich euch wirklich raten, hört auf euch. Schwimmt nicht unbedingt immer gegen den Strom, weil das seid auch nicht ihr. Wenn ihr einfach das Gegenteil von dem macht, was die Gruppe verlangt oder was die Gesellschaft verlangt, werdet ihr auch nicht erfolgreich. Und dann seid ihr auch wieder nicht individual oder dann hört ihr nicht auf euch, sondern dann schwimmt ihr einfach dagegen. Nein, hört auf euch. Macht das, was euch glücklich macht. Ihr müsst auch nicht, nur weil jetzt gerade irgendwie Fitness angesagt ist, ich weiß es nicht, ob es angesagt ist, müsst ihr nicht nur Fitness tun. Ihr müsst nicht irgendwie alle Hardcore-Booster schmeißen, weil eure Freunde irgendwie Hardcore-Booster nehmen. Ihr müsst nicht alle schweres Kreuzheben machen, wenn ihr denkt, oh, das tut mir aber nicht ganz so gut. Und. Wirklich, schaut individuell auf das, was euch weiterbringt. Und wie gesagt, ihr müsst nicht das sein, was die Gruppe ist, um Gottes Willen. Seid selbstbewusst, besonders in heutigen Zeiten. Lasst euch bloß nicht irgendwie mobben oder ähnliches. Und als letzter Tipp, diese ganze Anonymität der Gruppe, wie könnt ihr das durchbrechen? Wie könnt ihr eine Mobbinggruppe, vielleicht junge Leute, die zuschauen, wie könnt ihr es schaffen, dass eine Gruppe euch nicht mehr mobbt? Genau diese Anonymität aufbrechen. Das heißt, holt euch mal jemanden aus der Gruppe und holt ihn aus der Anonymität heraus. Macht ihn wieder zum Individuum. Sprecht ihn direkt an. Du, was hast du denn für ein Problem gegen mich? Oder schreibt mal direkt jemanden an, wenn euch jemand irgendwie was Böses im Netz will. Schreibt ihn an. Holt ihn mal wirklich sozusagen in die Realität zurück, auch wenn es nur im Netz ist. Sobald jemand individuell angesprochen wird, das ist damals auch, wie ich das damals erzählt habe, bei der Verantwortungsdiffusion. Ihr müsst wirklich jemanden eben aus der Anonymität, aus der Gruppe wieder rausbringen und dann merkt ihr auch, dass Menschen gar nicht so schlecht und so böse sind, wenn sie auf sich selbst hören. Oftmals sind diese Gruppendynamiken nämlich verantwortlich wirklich für vieles Schlimmes und eben auch für diese ganzen Haterwellen, für diese Shitstorms und so weiter. Deswegen, ja, wie gesagt, traut euch, auf euch zu hören. Sagt Nein, wenn ihr da keine Lust drauf habt. Lasst euch nicht von Gruppen leiten und fühlt euch nicht wie ein Schäfchen, das irgendwo hinterherlaufen muss, sondern zeigt euch selbst, dass ihr erfolgreich sein könnt. Nehmt mich als Beispiel, nehmt den Pascal als Beispiel oder ganz, 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 ganz viele Leute, die erfolgreich sind, die werden euch nämlich genau das sagen. Die sind nicht erfolgreich geworden, weil sie irgendeiner Gruppe nachrennen. Die sind nicht erfolgreich geworden, weil sie irgendjemanden in der Gruppe mobben oder irgendwie nicht nur im Netz, sondern woanders, sondern weil sie auf sich gehört haben. Und das, was sie selbst denken, was sie weiterbringt. So, Freunde, ich habe ein bisschen geredet, mir ist es sehr, sehr wichtig. Ich werde vielleicht noch mehr zu diesem Thema erzählen, weil es einfach sehr, sehr, sehr riesig ist und weil es mit ganz vielen anderen Themen zu tun hat. Deswegen abonniert den Channel, bleibt dabei. Schaut bei Facebook, Instagram vorbei, guckt bei unseren Athleten vorbei. Das sind so spannende Sachen. Ich komme langsam dahinter, dass es genau die richtige Wahl war. Und für die richtigen Supplements schaut ihr bei Body Happy Nutrition. Bis dahin, euer Simon.